Wie kann man Vektoren addieren und subtrahieren? Wir haben zwei Stück und die wollen wir gerne addieren. Und zwar haben wir die Koordinatenwerte x, y und z. Und diese müssen wir jeweils addieren. Wir fangen mal mit dem x-Wert an. 3 plus 1 sind 4. Wir gehen weiter zum y-Wert. 4 plus 6 sind 10. Und beim z-Wert haben wir 5 plus 2 sind 7. Und das war's schon. Wir schauen uns nochmal die Subtraktion an. Es ist dasselbe Prinzip, nur diesmal mit Minus. 3 minus 1 sind 2. 4 minus 6 sind minus 2. 5 minus 2 sind 3. Und nun sind wir fertig. Daumen hoch, wenn das Video hilfreich war.